Alois Glück, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, sieht auf den unterschiedlichsten Ebenen der katholischen Kirche ein starkes Engagement für die Asylsuchenden. Besonders im Hinblick auf eine Unterbringung der Flüchtlinge wird viel getan. Es sind jedenfalls sehr, sehr viele Räumlichkeiten in der Vergangenheit jetzt bereitgestellt worden. Und was ich beobachte, ist, dass gerade aufgrund der Entwicklung erneut nochmals geprüft wird, welche zusätzlichen Räumlichkeiten können wir zur Verfügung stellen. Die Unterbringung in einzelnen Familien ist das, was eigentlich von der staatlichen Seite her gegenwärtig nicht gewünscht ist. Es gibt ja viele Angebote oder Anfragen immer wieder von verschiedenen Familien, weil wohl damit letztlich die in Deutschland mit all den perfekten Gesetzen, Vorschriften und sonst was verbundenen staatlichen Verpflichtungen nicht mehr so ohne weiteres geleistet werden können. Doch nicht nur die Unterbringung steht für Glück im Mittelpunkt des christlichen Engagements in der Flüchtlingskrise. Es geht auch darum, sich zum Beispiel schon engagieren im Gespräch mit den Mitbürgern, wenn jetzt doch viel mit viel Unsicherheit über Entwicklungen gesprochen wird, über Ängste gesprochen wird. Es geht darum, deutlich zu machen, dass das Engagement von Christen in dem Fall als Zeichen ihres Glaubens eigentlich elementar sein muss. Und dass man sich nicht quasi auf Gottesliebe begrenzen kann und auf eine Jenseitsorientierung. Und hier ist schon wichtig, dass auch die kirchlichen Leitungsfunktionen von den einzelnen Priestern bis zu den Bischöfen Zusammenhänge sichtbar machen, mit Blick auf den Glauben, aber auch Zusammenhänge in der Gesellschaft und in der politischen Entwicklung und von daher auch Orientierung geben. Denn für viele Menschen ist momentan einfach nicht begreifbar, was läuft. Angesichts der eigenen Krise haben die deutschen Kirchen nun eine Chance, sich auf ihre christlichen Werte zurückzubesinnen und in unruhigen Zeiten mit viel Engagement voranzugehen.